2 Spiele, 1 Sieg, 1 Niederlage. Genauso lautet die Statistik von unserem neuen Trainer Steffen Baumgart. Und heute ist sein erstes Auswärtsspiel Fortuna Düsseldorf gegen HSV. Und mit mir seid ihr wieder mittendrin statt nur dabei. Let's go. Und so eben in Düsseldorf angekommen, heute wieder mit meinem Schwager Benny. Und ja, die HSV-Fans sind wieder sehr, sehr präsent hier am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Sehr angenehmes Wetter übrigens in Düsseldorf. Ja Leute, es war lange Zeit gar nicht klar, dass wir so easy heute herfinden, weil seit gestern haben Streiks die Deutsche Bahn lahmgelegt. Und ja, wir hatten Glück, dass trotzdem noch ein ICE hierher gefahren ist, ohne große Probleme. Ich hatte die Woche ja auch schon bei Instagram mal reingefragt, wer so nett wäre, falls der ICE nicht gefahren wäre. Und es haben sich so viele von euch gemeldet. Also auch auf diesem Wege nochmal herzlichen Dank für alle, die bereit waren, mich mit dem Auto mitzunehmen. Ist nicht so selbstverständlich, aber das macht halt eine Community aus. Dankeschön. Ja Leute, ihr seht es, Fortuna Düsseldorf auf dem 7. Platz gegen uns, den 3. Es wäre so wichtig, sich hier weiter abzusetzen vom 4. Platz. Aber plus 16 Tore, Fortuna sprechen für sich, sind enorm torgefährlich, schießen viele Tore. Und ja, unsere anfällige Abwehr muss da heute aufpassen. Es ist ein richtig schönes Wetter. Sonnenschein, blauer Himmel. Wir wollen uns jetzt das berühmte Japanviertel hier in der Immermannstraße angucken in Düsseldorf. Ihr seht das Tokio-Ramen und eine ganze Menge japanischer Lebensmittelläden und Restaurants erwarten uns hier. Ich war ja selber erst vor einigen Monaten in Tokio, in Japan gewesen. Also es ist jetzt nicht so, dass mich hier das alles irgendwie umhaut, aber wir stehen einfach drauf. Wir stehen auf dieses ganze asiatische Zeugs. Und vielleicht werden wir heute sogar was Asiatisches essen. Oh, Sushi hätte ich auch Lust. Sagen auf den ersten Blick, hängt natürlich auch viel am Wetter. Ist ein geiler Vibe gerade hier zu spazieren. Ja Leute, ich habe es heute wieder versucht. Ich habe sie ausgepackt. Die weiße Jacke, sie hat ja zuletzt auswärts in Nürnberg Glück gebracht. Da haben wir gewonnen. In Gelsenkirchen haben wir gewonnen. In Berlin haben wir gewonnen. Und ja, hoffen wir mal, dass die Auswärtsserie weitergeht. Sieht auch richtig cool aus hier mit der Straßenbahn, wo die ganzen Schienen schon bewachsen sind mit Gras. Oh, bis jetzt, muss ich sagen, ist echt schön hier. Ich bin verliebt in dieser Stadt gerade. Das sieht richtig geil aus. Hier dieses abstehende, diese Dreiecksplattform hier, können wir auch nochmal hochgehen. So eine Plattform, wo man ganz geil Instagram-Bilder machen kann. Ist sogar ein Restaurant, ne? Also zumindest da unten drin. Ne? Buongiorno, Pizza Pasta Restaurant. Oder wollen wir wieder Pizza essen? Uns bis zur Spitze vorgekämpft und genießen mal kurz ein paar Minuten hier den kleinen Ausblick. Ich habe hier gerade so eine Vision, wenn es hier richtig anfängt zu schneien und das Ding voller Schnee ist, dann kann man hier übelst geil Schlitten rutschen. Der einzige Nachteil ist, man würde direkt in dieses Gebäude reinknallen. Wollen wir auch mal in die Einkaufsstraße rein. Das gibt mir sogar so Mönckebergstraße-Vibes in Hamburg. Ach, der denn hier Schönes, malt da alle Nationalitäten als Herzflaggen auf dem Boden. Sehr schön. Hier haben wir noch eine schöne Kirche. Mit 2 Türmen. Ja, Düsseldorf sollte man natürlich nicht unterschätzen. Mit über 600.000 Einwohnern, die 7. Stadt in Deutschland. Guck mal, Benni, da ist ein japanischer Kiosk. Willst du da rein? Ja. Den ganzen japanischen Restaurants und Lebensmittelläden gibt es hier auch ganz viel Manga und Anime. So eine geile Tasse. Mein Gott, haben die hier eine geile Auswahl an diesen 3D-Bilderrahmen. Ich wusste gar nicht, dass es die auch noch von Yu-Gi-Oh! Gibt. Gibt es sogar von Dragon Ball. Und ja, by the way, Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama ist verstorben, das wurde heute bekannt gegeben. Ja, ein Teil unserer Kindheit. Rest in Peace, Ruhe und Frieden. Ja. Moin. Gut Job. Dankeschön. Ja, das ist irre mittlerweile. Echt bei jedem 2., 3. HSV-Fan wird man hier erkannt. So, ich denke mal, für 37 Cent so ein Energy Drink kann man nichts falsch machen. Wir haben uns jetzt gerade dazu entschieden, nicht asiatisch zu essen, sondern hier bei Manga Lukas Podolski seinen Döner zu probieren. Ich weiß nicht, wie die hier heißen, ne? Poldis Sandwich, Poldis Dürüm, Poldis Weltmeisterteller. Dankeschön. So, der Mangaldöner von Lukas Podolski. Hier auch sehr süß serviert auf diesem Holztablett. Mal rein. Boah, ist schon richtig, ey. Der sieht schon gut aus, ja, sieht frisch aus. Das Brot ist auch sehr interessant. Ich mach jetzt mal Fleisch fest. Mmh. Boah, das Chicken ist richtig geil. Und eine sehr frische Cappy hast du heute an. Das 7,90 €, das ist echt ein okayer Preis für so einen Döner. Den Unterschied bei seinem Döner hier macht dieses ultra krosse, dünne Brot. Mhm. Mal hier sehen, wie dünn das ist, aber es erhöht den Geschmack und da kommen einfach die Soßen viel geiler durch. Bro, Alter, bei dir ist nicht mal ein Salatstück übrig geblieben. Was sagst du zu dem Döner? Eine 8 von 10, definitiv. Stabil, ne? Der Döner war sehr gut, was allerdings nicht so gut ist, ist hier beim Stadionticket kein
Öffis Ticket mit inbegriffen, wie es eigentlich in vielen anderen Städten der Fall ist. Das ist halt ein bisschen blöd. So, eigentlich relativ easy. Vom Düsseldorf Hauptbahnhof nehmt ihr den Bus 722 und der fährt hier in die unmittelbare Nähe des Stadions. Hallo. Und das ist übrigens auch ein sehr nettes Plätzchen hier. Schaut mal hier. Hier am Wasser gelegen. Da hat man auf jeden Fall noch ein bisschen schöne Aussicht, bevor das Spiel losgeht. Wenn ich auf die Statistik gucke, dann bin ich guter Dinge. Denn von den letzten 10 Spielen hat HSV nur ein einziges gegen Düsseldorf verloren. Und das war 2012. Oh, erinnert ihr euch noch an dieses legendäre Spiel 2009 im DFB-Pokal? Damals noch Andreas Lumpi Lamberts, die Düsseldorfer Legende, das 3-3 gemacht und HSV noch im Elfmeterschießen gewonnen. Also, statistisch gesehen sieht das alles ganz gut aus. Ich habe ein paar Jungs getroffen, die sind Abonnenten. Moin. Was sagst du heute? Es wird hier ein knackiges 1-3 für den HSV. Ja, 1-3 unterschreibe ich. Ihr auch? Dabei 2-1. Oder was? Alle überzeugt von einem Auswärtssieg? 100%. Also zuletzt auswärts war ja mal gut, ne? Nürnberg gewonnen, Berlin gewonnen, Schalke gewonnen, Rostock 2-2, also kein Spiel verloren in den letzten vier Malen. Es hat sich gedreht, kann nur besser werden. So, wir sind jetzt da, also wir sind unmittelbar vom Stadion, aber können wir bitte darüber reden, das sieht doch nicht aus wie ein Fußballstadion, das sieht aus wie ein Kaufhaus, wie ein Bauhaus, wie ein Einkaufscenter-Komplex, aber niemals wie ein Fußballstadion. Es ist so massiv gemacht mit diesem Viereck, also quasi viereckig gebaut. Gut, da ist auch noch ein Hotel drin, klar, da muss ein bisschen mehr Platz sein. Aber das sieht ja ultra gigantisch aus von außen. Eigentlich diese nackte Statue hier. Und Leute, an der Stelle wollte ich mich nochmal recht herzlich bei euch bedanken, dass ihr immer so fleißig die Videos guckt, immer kommentiert, weil nur dadurch habe ich die Motivation, diese Videos zu machen. Ihr seid mein Antrieb quasi. Aber solche Auswärtsreisen kosten nun mal auch manchmal sehr, sehr viel Geld. Und umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt ein bisschen Unterstützung bekommen habe und werde euch jetzt meinen allerersten Sponsor vorstellen. Dieses Video wird erstmals unterstützt durch meinen neuen Partner, der Hanse Rekrut. Die Hanse Rekrut ist ein kompetenter Personalberater, der vielleicht auch schon in Zukunft für dich interessant sein könnte. Möchtest du dich vielleicht beruflich umorientieren oder bist einfach nur unzufrieden bei deiner jetzigen Stelle, hast aber keine Zeit für eine langwierige Suche, dann ist die Hanse Rekrut genau der richtige Ansprechpartner für dich und ich erkläre dir warum. Denn die Hanse Rekrut übernimmt anhand von deinem Lebenslauf den kompletten Bewerbungsprozess für dich und stellt dich Firmen vor, die zu deinen Stärken und vor allem zu deinen Gehaltsvorstellungen passen. Und das Beste dabei ist, der komplette Service ist für dich kostenlos. Den Link zu deren Homepage und zur Kontaktaufnahme packe ich euch in die Videobeschreibung und ich bedanke mich recht herzlich bei der Hanse Rekrut, die dieses Video unterstützen und mit deren Hilfe auch weiterhin solche geilen Auswärtsfahrten möglich sind. Mann, jetzt kann ich das auch ganz gut von unten zeigen, hier diese Außenfassade. Moin! Moin! Ska? Willst du mit ins Video? Moin! Alles gut? Ja, danke, bei dir. Willst du einen Tipp abgeben oder was? Wir gewinnen 1-3. 1-3, hat der andere Kollege da hinten auch gerade gesagt. 1-4. Alle so optimistisch heute, ne? Ich hoffe es einfach. So langsam steigt die Anspannung, obwohl es immer noch 2 Stunden bis zum Anpfiff sind. Und ich möchte einmal betonen, die Securities oder beziehungsweise diese Einlassleute hier von Fortuna Düsseldorf waren ja sowas von ultra nett und haben noch Witze gemacht und sowas. Das kenne ich eigentlich gar nicht, weil meistens sind die ein bisschen angespannter. Aber vielleicht liegt es auch daran, weil wir einfach die ersten Leute sind, die reingehen, weil jetzt es Einlass ist. Aber sehr nett. Ich bleib dabei, es würde viel geiler aussehen, wenn diese komische Außenfassade hier nicht dran wäre. Das würde dann richtig so aussehen wie so ein bombastisches Italienstadion oder so von außen. Ich finde es einfach geiler. Ich finde, diese komische Fassade macht ja alles kaputt. Haben wir hier so einen kleinen Innenbereich. Mit Snacks, Würsten, Süßigkeiten. Ja, haben uns jetzt noch beide eine Cola Zero gegönnt, in der Hoffnung, dass die Null hinten steht. Erster Blick rein in die Merkur-Spielarena. Wow, was für ein schönes Stadion. Sehr geile Fußballarena, muss ich sagen. Ich freue mich. Leute, guck mal, der Sonnenuntergang da hinten. Man sieht sie gerade noch. Und der Hamburger Block füllt sich immer weiter. Und auch hier an den Seiten sind überall Hamburger. Und auch bei uns erstreckt sich das Ganze noch bis da hinten. Die Mannschaft betritt das Feld. Fortuna und der HSV. Unser HSV in hellblau gegen die Heimmannschaft. In rot gestreift die Fortuna. Das letzte Mal, als wir die Trikots anhatten, waren wir in Nürnberg und da haben wir 0-2 gewonnen. Also hoffen wir mal, dass es heute ähnlich wird. Spiel läuft. Gibt ganz kurz Stille, denn es wurde ein Licht gezündet für jemanden, der gestorben ist. Ruhe in Frieden, Julien. Für die Farbe! Für
ist unser Tor! Ja, schon gut. Support ist natürlich da, trotz des Rückstands. Ja, HSV steht auf für den HSV, steht auf für den HSV, steht auf für den HSV. Oh, jetzt vielleicht. Ah, Mann, die Flanken sind wieder wie immer scheiße. Ey, ich muss sagen, bin komplett bedient. Sind über 20 Minuten gespielt. Keine Idee zu erkennen, keine Handschrift, Körpersprache, null. Komm, jetzt riskier doch mal was! Schieß! Nein! Endlich mal irgendwas! Knapp vorbei von Glatzel! Komm! Oh, noch mal eine gute Flanke! Oh! Nein! Jetzt versuch doch mal was! Trau dich! Mann! Schieß doch, Digga! 35 Minuten sind gespielt. Und es gab nicht einen Schuss, wo der Düsseldorfer Torwart was machen muss. Nicht einen! Das ist doch für einen Aufsteiger überhaupt nicht möglich. Tut mir leid. Es ist so ein Verzweifeln hier, was die da für ein Rot zusammenspielen. Meine Fresse, wie hat die Frau den Konter? Oh mein Gott, ist das schlecht. Zwei Schüsse beide daneben und sonst nichts in einer ganzen Halbzeit. Und die erste Halbzeit ist vorbei. Dankeschön. Bitte, Digga. Bitte erlöse mich von dieser Streckshalbzeit. Mann, war das schlecht. Jedes Mal schaffen wir es, unsere schlechten Halbzeiten noch zu überbieten. Und die zweite Halbzeit läuft. Und jetzt. Oh. Immerhin, Digga, versuchen wir es jetzt. Erster Torschuss, zweite Halbzeit. Platzverweis. Platzverweis für Hamburg, gelb-rot. Weil die einfach zu blöd sind, Digga. Eingewechselter Moritz Heyer holt sich direkt gelb-rot ab. Ich drehe hier komplett ab, Alter. Beherrscht die ganze zweite Halbzeit, lassen sich einmal auf den falschen Fuß erwischen und direkt so eine Scheiße. Es ist nicht mehr zu ertragen, Digga. Über 40 Minuten jetzt in Unterzahl und wir haben ja nicht mal eine Gleichzahl irgendeine Chance gebacken bekommen. Was macht jetzt noch Hoffnung? Ole, ole, ole! Geh, Junge! Spiel! Digga! Oh nein, nein! Was für ein Fehlpass im Mittelfeld! Ich kack komplett ab, Alter! 2-0 Düsseldorf! Ende im Gelände, Alter! Die Nummer 7! Christus! Mann! Ist das bitter, da fährst du hier hin. Und so einen Rotz zu sehen von der Mannschaft. Und so ein Glück zu sehen. Ausverkaufte Arena mit 52.000 Leuten. Guckt euch das an. Guckt euch diese Fans an. Die sind nonstop am Supporten. Das tut mir was so leicht zu sehen.
ich habe auch keine Stimme mehr. Während ich nicht filme, bin ich auch die ganze Zeit hier am Singen und Schreien und Machen und Tun. Aber die machen da gar nichts. Und guck dir das an. Das ist so freudig. Und jetzt! Nein! Aber wir sind schon in der Nachspielzeit. Es gibt 6 Minuten obendrauf. Aber wird nichts mehr passieren. Und ich sag's euch, es war als Fan anstrengend. Das Ganze auch noch zu filmen war noch anstrengender, weil das war so eine schlechte zweite Halbzeit, so gut leer. Das war anstrengender als sogar in Kiel, da wo wir noch ein paar Dinge reinbekommen haben. Oh mein Gott! Eck! Keine Worte, keine Worte. Und der Schiedsrichter pfeift das Spiel ab. Es ist zum Glück vorbei. Diese Qual ist heute zum Glück vorbei. Glückwunsch, was soll man sagen? Es tut mir so leid für alle hier. Es tut mir so leid, hier ist sogar noch einer, der guckt meine Videos. Mann! Ja, Leute, das Spiel ist aus und wir verlieren. Sang und klanglos mit 2-0 in Düsseldorf. Und dann nimmst du diese Strapazen auf dich, nimmst diese Reise auf dich, fährst hier hin als Fan. Und da tut mir jeder einzelne Fan so leid. Und ich habe so Frust, ich bin so wütend. Ich könnte so viel mehr jetzt sagen, aber das würde komplett den Rahmen sprengen. Und das wäre vielleicht auch nicht so angemessen, was ich eigentlich gerade denke. Ich bin so leer, Leute. Ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, wie ich dieses Video beenden soll. Außer einfach nur an euch erstmal nur Danke zu sagen fürs Zusehen. Und ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und dann versuchen wir es am Sonntag gegen Wien Wiesbaden wieder. Und ja, danke auch nochmal an meinen Sponsor Hanserik Gut fürs Supporten dieses Videos. Und ich wünsche euch einen schönen Samstag, einen schönen Sonntag, schönes Wochenende und bis nächstes Mal. Ciao.